Herr Degenhardt, Sie betonen, dass Management, gutes Management, unabdinglich für wirtschaftlichen Erfolg ist. Wie absolut sehen Sie das? Spielen Rahmenbedingungen, politische oder gesellschaftliche, keine Rolle? Rahmenbedingungen spielen auch eine Rolle, aber zuerst mal geht es um Führungskompetenz. Und Führungskompetenz ist erforderlich, um Wirksamkeit in einer Organisation zu entfalten. Und Wirksamkeit ist wiederum die Voraussetzung, um Wert zu schaffen. Und das ist unser Ziel. Dazu brauchen Sie die richtigen Mitarbeiter, insbesondere Führungskräfte auf den richtigen Positionen, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht nur effektiv arbeiten können, effektiv heißt die richtigen Dinge tun, sondern auch effizient, das heißt die richtigen Dinge in der richtigen Art und Weise tun. Rahmenbedingungen sind natürlich wichtig und das ist die Aufgabe von Politik, aber auch Gesellschaft, verlässliche Rahmenbedingungen für die Industrie, nachhaltige Rahmenbedingungen zu schaffen. Können in Deutschland durch Industrie 4.0, Robotik und so weiter Standortnachteile wie hohe Personalkosten und hohe Stromkosten komplett ausgeglichen werden? Ich glaube, da muss man differenzieren. Zum Beispiel bedeuten höhere Lohnkosten auch eine höhere Qualifikation. Höhere Qualifikation ist dort erforderlich, wo wir es mit komplexen Prozessen, komplexen Produkten zu tun haben. Dort hat Deutschland einen Wettbewerbsvorteil nach wie vor. Deshalb können wir auch diese Produktion bei uns halten. Aber wenn es um sogenannte Commodity-Produkte geht, einfache Produkte, dann sind wir in der Lage, das in Osteuropa wettbewerbsfähig zu produzieren, solche Produkte, aber haben immer mehr Schwierigkeiten in Westdeutschland. Dabei spielen natürlich Stromkosten, Lohnkosten, aber auch das Bildungsniveau eine große Rolle. 4.0 kann uns helfen, die Produktion, die wir noch in Deutschland haben, weiter in Deutschland zu halten, weil es am Ende des Tages wieder Kompetenz bedeutet. Das lässt sich nicht so einfach einführen. Und auch Robotik, kooperative Robotik, wo Roboter mit Menschen Hand in Hand zusammenarbeiten können, kann uns helfen, weiter Produktivität zu steigern und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Zu welcher Veränderung der Gesellschaft werden Ihrer Meinung nach diese globalen Trends wie Demografie und so weiter führen? Haben Sie da eine Vision oder eine Vorstellung, wie das in 10, 20 Jahren ausschaut? Ja, wir führen diese Berechnung im eigenen Unternehmen durch. Was passiert da in den nächsten 5, in den nächsten 10 Jahren? Und wir werden in Märkten wie Deutschland, aber das trifft auch auf Japan oder sogar China zu, zunehmend Probleme bekommen, junge Talente für unsere Firmen anzuwerben und damit wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als ein Stück weit einerseits internationaler zu werden. Auf der anderen Seite ist es quasi Bedingung, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, der auch eine sehr gute Reputation im Markt hat, um die jungen Talente, die da sein werden, möglichst in unsere Firma zu holen und nicht in eine andere. Was Marktverschiebungen angeht, natürlich, China wird weiter wachsen und wir müssen damit rechnen, dass Dinge, die auch Autos, die heute noch in Deutschland produziert werden und nach China exportiert werden, um bei diesem Beispiel zu bleiben, in Zukunft in China lokal produziert werden. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass ein Stück weit Produktion, die heute den Export und damit die gesamte Wirtschaft in Deutschland stützt, ins Ausland wandert. Aber Sie sehen da keinen radikalen Strukturwandel, sondern eher Verschiebungen und die Mühe, mit anderen Tools irgendwie den Demografiewandel auszugleichen? Natürlich ist das unsere Aufgabe und unser Ziel. Diese Vorgänge, die spielen sich nicht schnell ab. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, je produktiver wir sind, je innovativer und je kreativer wir sind, sowohl in der Produktion als auch in der Produktentwicklung, solche Prozesse zumindest zu verzögern. Gut, danke schön.